Ja, ein Parameter, der die Radarrückstreuung dominant bestimmt für vegetationsfreie Flächen, ist die sogenannte Oberflächenrauigkeit oder Rauheit. Diese Oberflächenrauigkeit ist letzten Endes tatsächlich auch für uns Menschen gut begreiflich, weil auch hier wiederum das in den Skalenbereichen relevant wird, die wir auch als Menschen wahrnehmen. Also wenn wir eine glatte Oberfläche haben, beispielsweise eine glatte Tischkante, ist es in der Regel auch für Radarsysteme eine glatte Fläche, während wir, wenn wir an raue Flächen denken, vielleicht ein frisch gepflügter Acker, das für uns auch eine sehr, sehr raue Fläche ist. Und in diesem Bandbreitenbereich bewegt es sich häufig auch für Radarsysteme. Ich möchte jetzt die Radarrückstreuung anhand eines Beispiels, und zwar genau für eine Ackerfläche, einmal für den Fall gepflügtes Feld, also sehr raue Oberfläche, und einmal für den Fall frisches Saatbeet, also eine sehr, sehr glatte Oberfläche, mal demonstrieren, wie das Ganze sich letzten Endes auswirkt auf die Radarrückstreuung. Wir hätten also jetzt im linken Fall mal skizziert eine sehr raue Oberfläche und im rechten Fall eine sehr, sehr glatte Oberfläche. Und was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass für raue Oberflächen die Rückstreuintensität nahezu richtungsunabhängig ist, also fast isotrop. Das heißt, wir hätten sicherlich noch in diese Richtung die größte Rückstreuintensität, also weg vom Sensor, aber hin zum Sensor auch noch einen relativ hohen Anteil, so dass ich am Sensor nach wie vor eine gewisse Rückstreuintensität registrieren kann, messen kann. Während für den Fall einer sehr glatten Oberfläche, und das kann beispielsweise, wie gesagt, ein Saatbeet sein, ein wirklich sehr glattes Feld, da kann es durchaus passieren, dass der allergrößte Teil der einfallenden elektromagnetischen Wellen eben weggestreut wird vom Sensor und zurück zum Sensor so gut wie gar nichts kommt. Und wenn ich vielleicht überhaupt noch etwas messe, beziehungsweise selbst wenn ein geringer Anteil an Rückstreuintensität zum Sensor gelangen würde, könnte es sogar sein, dass es niedriger ist als der Sensor Noise Floor und ich nicht registrieren kann, dass tatsächlich Rückstreuintensität messbar gewesen wäre. Ja, das sind zwei Extremfälle, also einmal eine sehr, sehr glatte Fläche mit spiegelnder Streuung weg vom Sensor, man könnte auch sagen Vorwärtsstreuung, oder hier in diesem Fall hätten wir nahezu isotrope Streuung. Und zwischen diesen beiden Beispielen bewegt sich es in der Regel. Wir haben also für glatte Oberflächen meistens auch eine sehr, sehr geringe Rückstreuung und für raue Oberflächen eine deutlich höhere Rückstreuintensität. Wir müssen aber beachten, wenn wir hier von Rauigkeit sprechen, dass wir die Wellenlänge nicht außer Acht lassen. Denn die Wellenlänge an sich definiert, was eigentlich rau ist. Während große Wellenlängen tatsächlich auch größere Rauigkeiten benötigen, um eine hohe Rückstreuintensität zu generieren, mag für kurze Wellenlängen auch eine geringe Rauigkeit ausreichen. Oder mit anderen Worten, für kurze Wellenlängen, beispielsweise X-Band, erscheint die ein oder andere Fläche vielleicht durchaus noch rau, während für lange Wellenlängen, beispielsweise L-Band, die Fläche bereits glatt erscheint und dementsprechend auch andere Streuprozesse hervorgerufen werden. Ein weiteres konkretes Beispiel, was aber ganz ähnlich funktioniert wie für Ackerflächen, sind Wasserflächen. Letzten Endes hat eine Wasseroberfläche, nehmen wir mal eine Meeresfläche, nur noch das weitere Spezifikum, dass wir es nicht mit einem Boden zu tun haben, sondern mit einem Medium mit einer sehr, sehr hohen Dielektrizitätskonstante. Salzwasser hat eine sehr hohe Dielektrizitätskonstante, was dazu führt, dass die Welle auf keinen Fall in der Lage ist, in das Wasser einzudringen. Und das selbst für glatte Oberflächen, wo im langwelligen Bereich, im oberen Bodenbereich vielleicht sogar noch ein bisschen Volumenstreuung stattfinden könnte, das wird für Wasserflächen nicht passieren. Das heißt, glatte Wasseroberflächen sind im Prinzip dazu prädestiniert, spiegelnd zu streuen. Ja, mit anderen Worten, für glatte Wasserflächen werden wir in der Regel
keine messbare Radarrückstreuung generieren können. Während für raue Wasseroberflächen sehr wohl sehr hohe Radarrückstreuungen generiert werden können. Ja, diesen Zusammenhang machen sich viele Ozeanographen zunutze, indem über die Rückstreuintensität beispielsweise die Wellenhöhe oder vielleicht sogar die Wellenstruktur abgeleitet wird. Zusammenfassend können wir festhalten, dass für vegetationsfreie Flächen, und das können beispielsweise Wasserflächen sein, das können vegetationsfreie Böden sein oder auch Schneeoberflächen, Eisoberflächen, dass dort die Oberflächenrauigkeit eigentlich die Rückstreuintensität dominiert. Generell gilt, eine hohe Rauigkeit führt zu einer höheren Rückstreuintensität. Zu beachten ist jedoch, dass für unterschiedliche Wellenlängen unterschiedliche Oberflächenrauigkeiten eben noch als rau gelten oder eben als nicht rau gelten. Hier gibt es auch zwei Kriterien. Das eine ist das Fraunhofer-Kriterium, was man sich hier zu Rate ziehen kann, anhand dessen einfach festgelegt wird, wie groß die Rauigkeit sein muss, um eben noch zu unterscheiden in Oberflächenstreuung ohne Änderung der Polarisationseigenschaften oder eben dann in eine raue Oberfläche mit Änderung der Polarisationseigenschaften. Die Frage, die jetzt noch offen ist, wie können wir diese Rauigkeit jetzt quantifizieren? Große Rauigkeit, kleine Rauigkeit sind deskriptive Begriffe. Das nützt uns in der Radarfernerkundung allerdings wenig. Wir müssen irgendwie in der Lage sein, einen Zahlenwert, einen bestimmten Rauigkeitswert zuzuordnen. Es gibt diesbezüglich ziemlich viele Ansätze, jedoch was in vielen Modellen bereits implementiert ist, beispielsweise in dem Integral Equation Method Model, sind zwei Rauigkeitsparameter, die schon ganz gut in der Lage sind, anhand eines Längsprofils die Rauigkeit einer Oberfläche zu beschreiben. Und das lässt sich ganz gut auch demonstrieren. Nehmen wir mal eine relativ raue Oberfläche an. Da gibt es zwei Parameter, die hier abgeleitet werden. Das eine ist die sogenannte RMS-Höhe, was im Prinzip nichts anderes ist als die Standardabweichung vom Mittelwert der mittleren Höhe des Bodenprofils. Also die RMS-Höhe beschreibt letzten Endes die Abweichung vom Mittelwert des Bodenprofils. Die Frage wäre jetzt, wie kann ich eigentlich den Boden oder das Bodenprofil in der Realität abtasten? Wie wird das gemacht? Ja, Nagelbretter werden heutzutage nicht mehr eingesetzt. Man würde eher mit Laserprofilern arbeiten, beziehungsweise terrestrische Laserscanner oder auch mit fotogrammetrischen Verfahren, um ganz einfach die Erdoberfläche zunächst abzutasten, zu digitalisieren. Ja, dann lässt sich die RMS-Höhe relativ gut und schnell ableiten. Der zweite Parameter, um den es sich handelt, den wir relativ einfach bestimmen können, ist die sogenannte Autokorrelationslänge. Für die Autokorrelationslänge kopiert man das Profil digital und fängt an, es gegeneinander zu verschieben. Und das verschiebt man pixelweise immer weiter, beziehungsweise mit einem gewissen Raster. 1 Zentimeter Auflösung reicht dort im üblichen Fall. Und korreliert das Originalbodenprofil mit der Kopie des Bodenprofils. Und verschiebt im Prinzip die Kopie des Bodenprofils. Ich versuche mal, das Bodenprofil einigermaßen zu kopieren. So weit gegeneinander, bis irgendwann die Korrelation zwischen beiden Bodenprofilen wieder nach oben geht. Und man versucht in dem Moment auch wirklich die maximale Korrelation zu treffen, um dann die Länge der Verschiebung zu ermitteln. Und die Länge der Verschiebung, das ist dann eben L, die sogenannte Autokorrelationslänge. Beide Parameter beschreiben recht gut die Rauigkeit von Bodenprofilen, ebenso auch die Rauigkeit von Wasseroberflächen, von Ozeanoberflächen und können herangezogen werden, um letzten Endes Radar-Rückstreumodelle zu parametrisieren, die uns in die Lage versetzen sollen, das
gemessene, nämlich die Radarrückstreuintensität, mit Oberflächenrauigkeit in Verbindung zu bringen.